Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash Royale mit mir, dem Fred, und wir gucken heute mal auf ein episches Drei-Kronen-Deck. Ja, tatsächlich, ich habe ein Deck gefunden, womit ich jetzt mich ein bisschen hochgelevelt habe wieder. Ich war ja ziemlich weit unten. Ich war ja auf 400, ich glaube 439 Pokale waren es. Aber wir gucken jetzt natürlich auf die Challenge, denn in der Challenge habe ich ja in dem Sinne keinen Vorteil gegenüber dem Gegner aufgrund meines Levels oder aufgrund meiner Kartenlevel, denn die Kartenlevel sind ja in dem Sinne geregelt, ne, durch das Turniercap. Und was ist das für ein Deck? Wir haben den Elixiersammler tatsächlich, wir haben den Elixiersammler drin, wir haben den Megalakai drin, wir haben die Bogenschützen sind sehr gut als Anfangskarte geeignet, falls man wirklich nichts hat, was man sonst setzen kann. Den Golem! Es ist ein Golem-Deck und ich habe echt sehr gute Erfahrungen damit gemacht, liege aktuell damit bei 4 Siegen, 0 Niederlagen in der Challenge, also es ist gut. Vor allem, es ist echt wirklich, es ist sehr stark. Wenn du einmal damit durch bist, dann ist die Chance, dass du wirklich 3 Kronen damit holst, relativ groß. Vor allem, der Gegner hat auch einen Golem. Da habe ich mir gedacht, der Gegner setzt jetzt den Golem da oben hin, wir kontern das mit einem Golem. Ich habe mich so gefragt, wieso setzt er den Golem denn auf die linke Seite, wenn doch auf der rechten Seite schon der Ofen ist? Das wäre eigentlich eine viel bessere Kombi gewesen. Ja, was können wir jetzt machen? Wir warten erstmal ab. Vor allem, er setzt jetzt... Warum setzt er jetzt die Rakete? Er setzt die Rakete auf meinen Turm. Der Golem hat kaum was abgekriegt. Wir sehen es. Beide Golems sind Level 4. Also von daher absolut kein Vorteil bei mir. Er hat sogar den Vorteil, dass er jetzt schon mal ein bisschen führt. Er hat auf der linken Seite schon was weggemacht von meinem Turm. Die rechte Seite hat auch schon was abgekriegt. Aber der Elixiersammler läuft noch ganz gut durch. Und es ist so geil. Du kannst im Grunde fast alles kontern. Jetzt sehen wir das jetzt. Es ist so stark. Jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir durch und das war es jetzt im Grunde auch schon fast. Er kann jetzt zwar noch die Hexe da hinterher setzen, aber allein auch schon mit den Elite-Barbaren hinterher. Und vor allem das Geile ist, du hast nur eine Legendary drin. Ich habe nur das Holz drin und selbst das kannst du ja noch... Du bist so flexibel, du kannst noch für diverse Sachen reinmachen. Du kannst die Feuergeister dafür reinmachen. Du kannst, was kannst du noch? Habe ich noch ein bisschen rumgespammt? Nein, ich habe nicht mehr rumgespammt. Du kannst die Feuergeister reinmachen, du kannst die Pfeile reinmachen. Vielleicht, du kannst auch noch durch die andere Legendary tauschen. Du kannst die Prinzessin noch reinmachen. Feuerball kannst du reinmachen, Eisgeist kannst du reinmachen. Es hat viele Möglichkeiten. Wenn du halt, wie gesagt, keine Legendary hast, die Möglichkeiten sind da vielfältig und wir gucken auf jeden Fall noch auf ein weiteres Spielchen. Moment. So, dieses Mal gegen Michelone von I Temprari, auch ein Challenge-Spiel und also große Herausforderung war das. Es ist jetzt geil. Wir haben den Golem am Anfang, wir haben die Bogenschützen und wir sehen das jetzt, er hat den Schweinereiter schon ausgewählt. Ich sehe das Spiel natürlich jetzt nochmal als Wiederholung, so. Ja, war jetzt natürlich nicht ganz so schlau. Das sieht jetzt so aus, als hätte ich den Elixiersammler erst dann gesetzt, wo er schon sein Schweinchen gesetzt hat. Aber das täuscht jetzt in der Wiederholung ein bisschen darüber hinweg. In Wirklichkeit habe ich den halt gleichzeitig gesetzt. War halt ein bisschen ärgerlich. Der Turm ist jetzt schon halb down. Da sieht man jetzt mal, wie stark dieses Deck ist. Es macht absolut noch gar nichts aus, denn wir gehen eh auf die drei Kronen. Das ist scheißegal. So. Wir setzen den Golem jetzt natürlich auf die linke Seite. Wir wollen ja unseren Turm schützen und gleichzeitig den gegnerischen Turm kaputt machen. Warum? Ich verstehe das alles nicht. Ich raff das nicht. Er hat den linken Turm, hat er schon fast kaputt. Und geht dann trotzdem darauf. So, das ist das Geile jetzt. Die Elite-Barbaren wurden richtig geil von dem Golem abgelenkt. So, gehen wir auf den Golem. Der Golem ist noch fast voll am Leben. Also, alles noch im Rahmen. Läuft. Wir können da in aller Ruhe jetzt durchrushen. Braucht den Sepp gar nicht zu setzen. Wir sind jetzt schon wieder fast durch. So. Er setzt den Feuerball. Ist egal. Wir können richtig gut schon Schaden machen. Erster Elixiersammler fast down. Zweiter Elixiersammler jetzt gesetzt. Und jetzt pass auf. Jetzt kommt was ein bisschen Ärgerliches. Der Turm ist nämlich gleich fast down, aber nicht ganz. Was aber nicht so viel ausmacht. So. Habe ich nicht sogar noch einen Smiley gesetzt? Den siehst du jetzt gar nicht. Ich hatte, glaube ich, noch einen ärgerlichen Smiley gesetzt, weil ich den Turm nicht ganz down gekriegt habe, aber ist egal. So, wir gucken mal weiter. Der Mega-Lakai fliegt wieder und ich wusste natürlich zu diesem Zeitpunkt, ich kann den Golem jetzt schon wieder auf die rechte Seite setzen, denn wir haben den Turm... Ja, jetzt genau, da habe ich den jetzt gesetzt. Da habe ich den Smiley jetzt gemacht, das war natürlich ein bisschen Pech. Dass wir den Turm nicht ganz gekriegt haben, ist aber noch egal. Wir haben alle Zeit der Welt. Vor allem das Deck, was er hat, ist ja so dieses typische Deck. Und das, wenn der Gegner schon mal kein Gebäude hat... Dann sind wir mit diesem Deck richtig gut dabei. Ich weiß gar nicht, von wem ich das gekriegt habe. Irgendwer aus meinem Clan hat mir das Deck gegeben oder gesagt, probier mal das Deck aus. Ich weiß gar nicht, wer. Vor allem die feindlichen Elite-Barbaren. Macht gar nichts aus, auch wenn sie Level 9 sind, so wie unsere. Ist alles egal. Wir können jetzt den Turm schon mal down machen. Ich kann jetzt die Bogis nochmal hinterher setzen. Wir holen uns den zweiten Turm jetzt auch direkt. Und ja, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hatte der Gegner jetzt
Ich glaube, jetzt hat er verlassen. Denn wenn wir das jetzt mal sehen, ich habe noch 3 Elite-Barbaren, Mini-Golem ist da noch am Start, der Megalacker, das war's. Du bist durch, das ist unglaublich. Das ist unglaublich, wie du da durchrushst. Wir können uns aber noch ein Spielchen angucken, wo ich 2 Kronen geholt habe. Moment. So, und hier ist jetzt ein Deck beim Gegner, was ich auch so oft sehe. Gespiegelte Skelett-Army und dann noch gespiegeltes Golem-Fass. Golem-Fass. Goblin-Fass. Golem. Gespiegeltes Golem-Fass. Das wäre geil, ne? Fliegt ein Golem drüber und du spiegelst es mal. Nein. Gespiegeltes Goblin-Fass und gespiegeltes Skelett-Army. Und er setzt jetzt die Kanone. Das ist im Grunde jetzt gar nicht mal so schlecht für uns. Denn bis der Golem da überhaupt erstmal ankommt. Ja, gut. Er kann jetzt. Das ist geil. Er kann jetzt. Ja, er hat jetzt das Goblin-Fass schon wieder ausgewählt. Ist aber kein Problem, denn ich kann jetzt schön die Bogenschützen hinsetzen. Das heißt, die kümmern sich jetzt schon mal darum. Und ein Bogi läuft dann auch noch in die richtige Richtung. Alles okay. Das ist halt das Problem in der Challenge. Ne? Ich kann die nicht komplett zappen. Ich kann sie fast zappen, aber nicht komplett. Aber in dem Moment, wo der Golem explodiert, ist es ja sowieso geschehen. Wir kommen zumindest schon mal ein bisschen durch. Er setzt jetzt die nächste Kanone. Und das ist wieder richtig gut für uns. Denn wir können jetzt in aller Ruhe unseren Elixier sammeln. Das ist jetzt wieder das Golem fast gleich. Na, okay. Okay, er setzt jetzt den Feuerball, das ist gut für uns. Er setzt das Goblin-Fass. Können wir mal eben in aller Ruhe das Holz nehmen. Da könnten wir natürlich auch die Pfeile nehmen, ne, wie gesagt. Oder die Feuergeister. Da bist du flexibel, du musst keine Legendary hier reinpacken. Das ist das Geile an diesem Deck, du brauchst keine Legendary. Du brauchst sie nicht. Ich habe das Holz, ich bin sehr zufrieden damit, aber du brauchst es nicht unbedingt. So. Sieht jetzt wieder so aus, als wenn wir ein bisschen vorlaufen lassen, das Elixier. Wir können den Golem wieder setzen. Und jetzt kann das gleiche Spielchen. Wir setzen wieder die Bogenschützen dahin, kümmern sich darum. Der Turm ist klar, der Turm ist schon ein bisschen angeschlagen, aber er kommt ja auch nicht so ganz richtig durch. Was macht er jetzt? Das ist richtig gut für uns, denn wir brauchen gar nichts mehr weiter zu setzen. Die Skelette kommen vielleicht ein bisschen durch, machen noch ein bisschen Schaden an unserem Turm, ist allerdings egal. Und jetzt kommt die entscheidende Phase. Jetzt können wir nämlich schön unsere Elite-Barbaren setzen und zu diesem Zeitpunkt weiß man dann natürlich, der Turm ist down, bis er da mal überhaupt hinterherkommt. Ich meine, er hätte die Minion-Horde setzen können. Ist allerdings egal. Explodieren jetzt gleich sowieso. Braucht ich das Holz gar nicht mehr zu setzen. Das kann ich mir jetzt aufsparen. Nämlich jetzt für das Fass. Er kommt ein bisschen durch. Und ja, vor allem, er setzt es jetzt nochmal. Ist egal. Wir können wieder ein bisschen verteidigen. 248. Und ich weiß natürlich jetzt zu diesem Zeitpunkt, er wird sich den Turm natürlich zwangsläufig holen. Vor allem, er hat jetzt noch 19, der Turm. Klar, er holt sich den Turm jetzt, das ist mir aber in dem Moment egal, denn ich weiß, ich muss ja nur noch einmal durchkommen und dann war es das sowieso. Dann haben wir halt in diesem Fall den 2-1-Sieg und nicht den 3-1 oder 3-0-Sieg. Das ist egal. Wir sind ganz gut, aber er lässt es wieder volllaufen. Ich kann jetzt in aller Ruhe zappen auf der Seite. Da brauche ich gar nicht. Genau, den Zapp kann ich mir dafür ruhig noch aufsparen. Kann jetzt nochmal schön das Holz setzen, wir räumen alles ab. Er explodiert. Vor allem jetzt zweite Kanone noch, das ist natürlich für uns super. Können wir alles ruhig kaputt machen. Zack, da sind wir durch. Vor allem jetzt, er kann jetzt nochmal den Feuerball setzen. Bringt ihm jetzt gar nicht mehr so viel. Wir können die nächsten Elite-Barbaren setzen. Aber das brauchen wir gar nicht mehr. Wir sind durch, haben gewonnen. 2-1, ohne Probleme. Wir sehen, dass der rechte Turm ist zwar schon ein bisschen angeschlagen, aber nicht ansatzweise so, wie sich das eigentlich gehört. Von daher, ich finde das Deck richtig gut. Wir können ja nochmal drauf gucken. Ja klar, gut, diese Siege sind natürlich alles jetzt Siege, die ich in den normalen Sachen hatte. Ne? Ich bin ja gerade wieder am Hochgehen. Wir sehen das jetzt halt auch 2600 Pokal. Morgen. Ich glaube, morgen gibt's die. Ich hatte ja die Super Magietruhe Level Arena 2 hatte ich tatsächlich gekauft. Ich hatte es ja gesagt. Ich hatte euch ja gefragt, ob ich sie kaufen soll. Ich hatte es tatsächlich gemacht. Und wir gucken morgen mal drauf, was da so bei rumkam. Und das ist das Deck. Wir können ja nochmal am Ende wirklich mal drauf gucken. Sehr, sehr solide. 4,1 kostet es. Und du kannst das hier austauschen. Kannst du wählen. Kannst die Feuergeister reinmachen. Kannst den Eisgeist vielleicht nicht unbedingt. Kannst du vielleicht sie reinmachen. Die Pfeile sind natürlich auch eine gute Wahl. Macht das Deck dann mit den Pfeilen natürlich noch ein bisschen teurer, aber ist egal. Vielleicht kannst du auch noch den Eisgolem reinmachen. Du bist wirklich super flexibel mit diesem Deck. Ich bin sehr zufrieden damit. Und wir können ja mal ganz kurz noch auf unsere Clantruhe gucken. Endlich bin ich wieder dabei in der Clantruhe. Und es sieht ganz gut aus. Iron Man und ich sind schon ganz gut dabei. Allerdings, na klar, wir sind auf dem Weg nach... Er ist, glaube ich, auf dem Weg nach oben oder nach unten? Ah, okay, er ist wieder auf dem Weg nach oben. Ich bin auch auf dem Weg nach oben. Und ansonsten sieht das schon ganz gut aus mit den Truhen. Was haben wir denn? 6 von 10. Also denk mal so, morgen, übermorgen oder in so 3 Tagen sollten wir die Truhe haben. Ich bin echt gespannt. Wenn ihr noch Clan-Truhen habt, schickt sie mir gerne zu. Ich fand das letztes Mal so genial, dass ihr mir die alle zugeschickt habt und ich die dann quasi einbinden konnte in ein Video und dass wir dann eine richtige geile Chest-Opening-Compilation hatten. Also wenn ihr noch Truhen habt, schickt sie mir gerne zu.
Ja, gebt mir mal gerne eure Meinung ab zu dem Deck. Ich weiß, wie gesagt, nicht genau, von wem ich das aus dem Clan habe. Ich habe es auf jeden Fall von einem aus meinem Clan. Der hat mir gesagt, probier mal das Deck aus, bin sehr zufrieden damit. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und bis später. 17 Uhr gibt's eine neue Folge. Und morgen gibt's eine richtig epische Doppelfolge Clash of Clans Spezial Clankrieg mit dem Eismagier. Wir haben da was richtig Geiles vor. Also für alle, die sich für Clash of Clans interessieren, morgen kommt eine richtig, richtig, richtig große Folge. Bis dahin. Tschüss.